Meine respektvolle Art habe ich auch durch meinen Teamsport in der Jugend. Da wurde uns auch Respekt in jeglicher Form auch beigebracht gegenüber Trainern wie auch gegenüber Mitspielern und Gegnern wie auch Schiedsrichtern. Respekt ist für mich eine Form von Anerkennung, von auch Wertschätzung natürlich auch dem anderen gegenüber. Und das ist eines der wichtigsten Werte, finde ich, die man Jugendlichen wie auch Erwachsenen auch vermitteln kann und vorleben kann. Eine respektvolle Haltung gegenüber anderen habe ich eigentlich grundsätzlich immer. Also man sollte jedem Menschen erstmal respektvoll gegenübertreten und dann einfach mal abwarten und auch darauf reagieren können, wie ein anderer eben auch zurückkommt. Also man gibt Respekt und dadurch bekommt man auch Respekt auch wieder zurück und das ist das Wichtigste. Also meine respektvolle Art habe ich auch durch meinen Teamsport in der Jugend. Ich war selber sehr aktiv im basketballischen Bereich, damals auch bei Brian Güsper. Und da wurde uns auch Respekt in jeglicher Form auch beigebracht gegenüber Trainern wie auch gegenüber Mitspielern und Gegnern wie auch Schiedsrichtern. Also das war unserem Trainer damals auch sehr, sehr wichtig. Genauso auch in meiner Familie. Respekt ist das A und O. Und genau das wurde mir auch beigebracht. Naja, im Ganzen natürlich sehr viel. Also Respekt vor sich selbst sollte man immer haben. Egal, ob es was mit Disziplin zu tun hat, dass man sich selbst auch nicht bescheißt, nicht sagt, okay, ich mache das jetzt 5 Minuten später oder wo man das auch vielleicht 5 Minuten früher hätte machen können. Man ist pünktlich, ja, das ist eine ganz wichtige Einstellung, denke ich auch, um auch das respektvolle Umgehen mit anderen auch anderen beizubringen. Weil ein anderes Beispiel wäre, wenn ich den Kids sagen würde, hey, sei pünktlich, aber ich komme jedes Mal 5 Minuten zu spät. Geben Sie mir dann den Respekt, den ich vielleicht mir wünsche, oder gebe ich den Kids den Respekt, den sie vielleicht wünschen, aber ich das ihnen nicht geben kann. Als Trainer würde ich mich vielleicht gar nicht bezeichnen. Also ich bin eher ein Betreuer, Unterstützer. Also ich bin eher in der pädagogischen Art und Weise für sie ein Vorbild und muss auch oder will auch ein Vorbild für sie sein, für jegliche Jugendlichen genauso wie junge Heranwachsende. Und wie ich das am besten schaffe, ich gehe davon aus, durch meine eigene Einstellung, durch meine eigene Disziplin, durch meine eigene Wertschätzung auch gegenüber anderen und wie ich das auch den Jugendlichen auch vermittle, auf dem Feld wie auch neben dem Feld.